200 Kämpfe an einem Wochenende und ich verrate in diesem Video meine geheime Strategie, wie ich da zocke, um möglichst schnell möglichst viele Belohnungen zu bekommen. Also die Zahl hier, 900 oder 1800, also und 1800, sowie, wenn man mit Premium Pass reingeht, 2700. Die Zahl ist mal 4 multipliziert und man kann 100 Kämpfe am Tag erledigen. Ich werde Teams nehmen, die viel Sofortattackenschaden haben und wo man schnell weiß, ob man gewonnen oder verloren hat. Entweder Grabbit Doppelcharm oder Bolterus mit Sazenia Rasierblatt und ein drittes Pokémon auch noch. Da spielen manche Deoxys, Meditalis, noch ein Rasierblatt-Pokémon oder Knuddeluff. Schnell spielen und auch links oben klicken. Da werde ich oft machen. 200 Kämpfe an einem Wochenende. Das will man sich ansonsten nicht so wirklich antun. Und zwar 1:4 und 3:2 fahre ich. So mache ich das. Entweder oder. Ich will immer den Sternenshop haben und 5:0 wird man nicht schaffen, wenn ihr wirklich so weit unten seid und sagt, hey, 5:0 schaffe ich auch, dann macht 1:4 5:0. Diese Strategie, aber wenn ihr seht, okay, das Set läuft gerade nicht so gut, ich gönne mir einfach nur die eine Sternenshop-Belohnung und gebe die restlichen auf. Abfahrt und weiter, weiter, weiter. Entweder ihr klickt links oben oder nehmt 3 WP10 Pokémon rein. Und dieses Team eben habe ich schon ein paar Mal in einem Video auch gezeigt. Das habe ich vor allem da gespielt, als die ganzen Ladeattacken und das Ausholen und so alles nicht wirklich funktioniert hat und haben. Der Gegner will den Wechsel offenbar richtig gerne behalten. Genau, weil hier geht es vorrangig um Sofortattackenschaden auch. Und man kann unkonzentriert sein, wenn man 100 Kämpfe macht, da will man nicht, ja, die ganze Zeit schwitzen. Ansonsten schafft man die Kämpfe sowieso nicht alle. Also einfach ein Team mit hohem Sofortattackenschaden nehmen. Es gibt auch die Hyperliga und die Meisterliga. Von den Wartezeiten her wird sich für bitte nicht noch eine Attacke schaffen. Okay, wird sich alles in der Superliga abspielen. Außer man ist ziemlich weit unten, aber Meisterliga dauert, Hyperliga dauert. Ich hätte nicht einsetzen sollen, glaube ich. Dein letztes Pokémon ist gefühlt auch schwach gegen Grabbit. Na, schauen wir mal. Und ich werde jetzt in diesem Video nicht sofort immer links oben klicken. Doch wenn ihr das dritte Pokémon seht, wisst ihr dann schon, wenn ihr ein bisschen damit gespielt habt, kann man das machen oder nicht. Okay, das wundert mich jetzt aber, dass der Gegner hier auch nicht rausgeht. Dann schilden wir einmal. Ja, und mit dem Team, die dritte Fee, also die zweite Fee, das dritte Pokémon ist austauschbar. Okay, das verwundert mich sehr. Ist austauschbar, aber, na, ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Ich schild hier, mach noch einen. Da könnte man auch Granbull nehmen zum Beispiel. Doch Alola Vulnona ist schon wichtig. Und immer in Alola Vulnona rein. Na, oder man hat Bolterus und Sazenia dann hinten. Dann immer in Sazenia rein. Beziehungsweise das kann man auch in der anderen Reihenfolge spielen. Nämlich mit Sazenia vorne und Bolterus hinten. Ich weiß, das sind eher toxische Teams. Doch für das Wochenende, niemand tut sich 100 Kämpfe ansonsten an. Na, das macht alles. Oh, ich hätte... Hätte ich es geschafft, runter zu farmen, das ist ärgerlich. Ich habe nicht auf die KP geachtet, ich habe nur meine Energie angesehen. Meditalis wäre ja schon fast kaputt gewesen. Ich hätte runterfarmen müssen, aber du brauchst sowieso zweimal Feuerschlag, jo. Okay, schade. Na, schade, schade. Schokolade. Und hier zum Beispiel, wenn das Set schon mal schlecht beginnt, ne, könnte das vielleicht eines werden, wo man... Boah, mit runterfarmen hätte das vielleicht noch geklappt? Eventuell. Wenn ich die Konter alle überlebt hätte. Wenn man sieht, Set beginnt schlecht, dann macht man einen Sieg und gibt dann auf. Dann sinkt man ein bisschen, hat einfachere Gegner. Und danach versucht man, ich eben 3:2, weil ich die PvP-Belohnung auch mag. Jetzt habe ich zwar schon länger kein legendäres bekommen, aber
Die Season ist erst zur Hälfte nicht mal um und ich habe schon weitaus mehr Legendäre bekommen als in der vorherigen Saison komplett, wo ich auch so gut wie alle Kämpfe gemacht habe. Eine befristete Forschung gibt es, da muss man nicht mal gewinnen, steht zumindest dran, man muss nur kämpfen. Okay, Moment, hier ist wichtig, Bolterus vorne, da müsst ihr unbedingt den Wechsel behalten, ansonsten könnt ihr sofort aufgeben. Na, Meditalis, einmal schilden, ja, völlig egal, ob der Gegner mit Eishieb ködert, nein, außer er baut nicht mal auf Psychokinese auf, der Gegner, oder auf Wuchtschlag, dann müsst ihr nicht schilden. Na so, und nun können wir, je nachdem wie der Gegner das macht, okay, setzen wir so ein. Nun ist Meditalis entweder weg oder wir bekommen ein Schild. Wenn wir ein Schild bekommen, schildern wir auch hinterher. Wir bekommen keinen. Na und? Dann hätte ich jetzt gerne eher weniger KP. Aber kann man nichts machen. Na, wenn das Bolterus da ist, nicht einsetzen. Nicht einsetzen, wenn der Gegner schlau ist, hört er auch auf anzugreifen. Aber macht er nicht. Wechsel ist nämlich noch nicht um. Ihr wollt hier unbedingt sofort wieder hinein. Und ihr müsst vor Bolterus nichts fürchten. Immer schön timen, dass der Gegner nicht abfangen kann. Nur bei 1, 4 oder 7 oder 10 Lehmschüssen einsetzen. So, Steinkante. 1, 2, 3 nicht einsetzen. 4. Da setzen wir nun ein. Und mal schauen. Letztes Pokémon ist auf Zubiris. So ist ein bisschen dieses Team entstanden auch. Und als Counter-Team. Da haben wir schon Bolterus Tazenia. Das ist Insta-Lose. Da könnte man schon links oben klicken. Aber ich kämpfe hier noch weiter. Aber in dem Fall, genau, da könntet ihr direkt aufgeben. Ah, ärgerlich. Weil im Grunde Pflanzen-Pokémon, die machen keine Probleme. Na, aber Pflanze-Gift macht leider Probleme. Bitte keine Angriffssenkung und keine Angriffssenkung. Eventuell noch ganz knapp? Ich befürchte nicht. Schauen wir mal. Nö. Leider. Aber ist noch knapp geworden. Gegner setzt sogar ein, was mir eine Sofortattacke schenkt, aber wird nichts mehr. Das ist gelaufen. Grasmixer. Okay. Na schade, vielleicht wenn ich mir ein bisschen mehr Energie mit Bolterus geholt hätte, Spielchen getrieben hätte und so. Das kann man nämlich auch machen. Dann das Erdbeben. Einfach nicht komplett aufladen. Jo. Fällt mir noch irgendein heftiges Sofortattackenschaden-Team ein oder wo schnelle Kämpfe sind? Ich glaube, alles mit Bolterus ist eher Schere, Stein, Papier. Da geht es einfach um den Wechsel und man weiß sofort, ob man gewonnen oder verloren hat oder eben irgendwas Doppelcharm. Nachtara-Doppelcharm gibt es auch. Na, kann man auch machen. Hier sofort rüber. Na, und schauen, was passiert. Okay, Tromborg. Da werden wir uns versuchen, den Wechsel zu holen. Schade, leider im Gleichstand. Da hätte ich lieber noch einen Charm gemacht, aber Samenbomben. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Aber Wechsel wäre schon mal heftig deftig. Barrikadax Tromborg sieht man selten, muss ich ehrlich sagen. Aber nun müssen wir leider nochmal schilden. Denn jetzt ist es auf jeden Fall Spukball. Samenbomben würden keinen Sinn machen, denn der Gegner schafft nicht noch eine. Na und dann schauen wir mal. Ich wäre gerne nur einen Schild runtergegangen. Okay. Ich gehe hier. Auf die Attacke Psychoschock wäre zwar effektiv, aber jetzt haben wir schon gewonnen. Das weiß der Gegner noch nicht, aber wir wissen es. Ihr könnt jetzt schon andere Dinge machen, auf den zweiten Bildschirm schauen oder, keine Ahnung, unterwegs rumlaufen. Ihr müsst euch nicht konzentrieren, jetzt einfach hier rein. Zack. Na und gewonnen. Ich glaube, das Ding hat nicht mal Fokusstoß. Ist ja kein Gengar. Und oh, Eishieb. Okay, Moment. Zack, und Abfahrt rüber da. Stimmt, Eishieb hat es seit dieser Season. Nein, hab nicht Mülltreffer. Hab nicht, aber ich meine, okay. Jetzt ist das auch vorbei. Hast du Mülltreffer oder Hyperstrahl? Jetzt bin ich gespannt wie der Bogen eines Waldläufers. Du hast Hyperstrahl, wie genial ist das denn? Du hast echt Hyperstrahl. Da feiere ich komplett. Das ist dann noch knapp geworden. Aber genau, da
wenn ihr auch so ein Team spielt, da ärgert ihr euch gar nicht, wenn ihr die Führung verliert. Ganz im Gegenteil. Na, vor allem vorne zum Beispiel Altaria. Diese Führung ist natürlich hammerhart verloren. Aber die Altarier denken sich so, Moment, ich verliere hammerhart gegen Fee? Ich packe einen Zubiris hinten rein. Altarier-Führungen sind oft einfaches Spielchen. Da kommt dann meistens Registeel rein. Na und das letzte Pokémon ist dann nochmal schwach gegen Fee und dann räumt ihr mit Knuddeluff auf. Na oder Granbull oder Krypto-Granbull oder was auch immer. Und hier jetzt hättet ihr einen Sieg, holt euch den Sternenstaub ab, macht zweimal WP10-Team und auf zum nächsten Set. Macht euch außerdem einen Screenshot, bevor ihr zu kämpfen beginnt, dass ihr wisst, wie viele Kämpfe ihr noch habt. Denn ihr müsst verstehen, die Go-Kampfliga gibt es erst in etwa 3 Jahre, also bald, in ein paar Monaten sind es 3 Jahre. Und das ist noch zu kurz, als dass man da irgendwo im Spiel schreiben könnte, wie viele Kämpfe man heute schon erledigt hat. Bei sowas versuche ich abzufangen. Hat sogar geklappt, sehr gut. Nicht sehr effektive Attacke abgefangen, drüben schon mal einen Energievorteil. Und mal schauen, was reinkommt. Es kommt mal gar nichts rein. 3, 4, 5. Okay. Elektroball Hisui. Alles Klärchen. Da dachte sich der Gegner, okay, ich gebe dem mal ein bisschen Energievorsprung, dass er auf jeden Fall zu ein paar Meteorologen kommt. Und ja. Also das war das Frostage hat irgendwelche Dinge gemacht. Und nun haben wir den Wechsel, der ist ideal, obwohl auf der anderen Seite überlege ich gerade, Bambidam, ich überlege nur gerade, ich glaube, ich mache den hier schnell, dass wir mal Schilde loswerden oder dich loswerden. Na und dann rüber da. Spukball ist die stärkere Attacke, aber die wirst du hier nicht einsetzen gegen Typ normal. Na und Lawine ist hier immerhin neutral. Schauen wir mal. Spukball, okay. Na, würde ich nicht empfehlen. Letztes Pokémon und aufgegeben. Zack, zack, zack. Schnelle Kämpfe. Ich habe am Anfang noch was erklärt und meine Aufnahme ist gerade bei 12 Minuten. Zieht man die Black Screens ab und so, dann geht das schon gut ab. Dann passt das schon. Also ja, ihr könnt mich dafür... Der Schilling macht solche Taktiken. So mache ich's. Bis Niantic irgendwann mal das Belohnungssystem ändert, sodass es auch logisch ist. Weil ihr müsst bedenken, jemand, der gerade bei 3300 Punkten oben ist, 15 Minuten auf einen Kampf wartet, bekommt die identischen Belohnungen wie jemand, der mit 3 WP10-Pokémon reingeht und genau. So ist es fein, so soll es sein. Ich glaube, diesmal wechsle ich direkt. Die Noctu-Teams, die habe ich noch nicht so raus. Okay. Da wäre Energie, so ein bisschen Energie auftanken, bei Grabbit noch wichtig gewesen. Wenn direkt Registeel reinkommt und ich habe keinen Energievorteil, kann man das nur gewinnen, wenn der Gegner nicht weiß, wie er das ideal spielt. Na und wenn der Gegner zweimal einsetzt. Wenn er allerdings runterfarmt und perfekt auflädt. Okay, schauen wir mal. Ich befürchte, du wirst runterfarmen. Ich hoffe, du setzt ein. Bitte setz ein. Ich werde nicht mehr einsetzen, um dich reinzuködern. Na, komm schon. Oh, ich glaube, das war ein Gleichstand. Perfekt. Wunderbar. Dann kann man das noch machen. Nicht aber, wenn das Registeel runterfarmt. Dann könnt ihr gleich links oben klicken eigentlich. Oh, im Gleichstand erwischt. Perfekt. Weil nun kann man ganz gediegen auf Feuer-Odem gehen. Vermutlich Feuer-Odem, oder? Jo, wahrscheinlich, oder? Auf Feuerschlag und zwar sofort. So schnell wie möglich. Im Gleichstand macht nichts. Wir brauchen dieses Grabbit nicht mehr. Denn wir räumen mit Knuddeluff auf. Und seit Blitzkanone ist das noch besser geworden, weil manche Registeel denken sich, Moment, Grabbit-Typ normal? Ich gehe auf Blitzkanone, weil ich da vielleicht die Angriffssenkung bekomme. Na gut, nun gehen wir rüber da. Na und hoffen, dass der Gegner ein unlogisches Team hat. Und dann können wir noch gewinnen. Aber ansonsten, hier zack, Noctu, Doppelstahl, direkt vorbei. Das ist praktisch Hardcounter vom Feinsten. Da kann man nichts machen. 2 Feen gegen 2 Stahl-Pokémon und so schnell könnt ihr Sets erledigen.
Dann wünsche ich euch ein schönes Go-Kampf-Wochenende. Macht die befristete Forschung. Überlegt euch ein Team, welches nicht 15 Ladeattacken spammt und wo jeder Kampf 5 Minuten dauert. Bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.